Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm. Und wir beliefern gerade den Zirkus ein wenig mit Stroh. Der hat hier sein Zelt aufgebaut und möchte jetzt ordentlich Stroh haben. Der hat jede Menge Bedarf, deswegen hat er uns hier einen besonders guten Preis gemacht, wie wir sehen. Nennt sich dann auch große Nachfrage. Ja, 11 Minuten Mietzeit, also uns läuft die Mietzeit ein bisschen davon. Da müssen wir doch mal Gas geben, aber ja, einen Anhänger sollten wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Und der New Holland ist fertig. Ach komm, dann machen wir es anders. Wir machen es anders. Wir könnten ja eben auch noch zum Grubbern ein bisschen gebrauchen. So, stellen den Hänger hier ab. Und dann fahren wir hier hin und einmal Rückgabe. Ja, und da geht das Fahrzeug mit weg. Ist mir gerade egal. So, dann einmal hier hin. Hier haben wir also alles eingesammelt. Oh, da hat er eine kleine Lücke drin. Die nehmen wir jetzt gerade noch mit. Und rufen uns den Abfahrer. So, der kommt an. Wunderbar. Dann schauen wir mal kurz. Drescher sagt, ich soll anhalten. Aha, Drescher sagt, er ist fertig. Gut, dann... nee, da machen wir keinen. Ich hatte ja erst noch überlegt. So, den können wir entlassen, können hier schon mal einklappen. So. Ich hatte ja überlegt, ob wir da noch Vorgewände fahren, aber das lassen wir jetzt einfach so. Den können wir wegschicken. Dann switchen wir aber noch. Der ist es. Kurz da rein. Und sagen auch hier am letzten Wegpunkt warten. So, dann... Rohr wieder einfahren. Dann fahren wir hier so, da ist recht eben. So, Fahrwerk ausklappen. Abhängen. So, der ist am Fahrsilo angelangt. Wunderbar. Ja, da haben wir jetzt hier richtig zu tun. Alles wird auf einmal fertig. Jetzt fahren wir erstmal hier mit. So, fahren wir hier durch. Einmal durch Nachbarsgarten. So, und ja, so doll dreckig ist das Ganze ja jetzt noch nicht. Deswegen würde ich sagen, stellen wir es einfach schon mal ohne Waschen weg. Das reicht, wenn wir es beim nächsten Mal oder nach dem nächsten Benutzen dann reinigen. So, oh, und wir sehen auch in der Anzeige unten bei Recycler, die Füllstandsanzeige geht runter, denn wir haben 8 Uhr, die BGA fängt an zu arbeiten. Also auch das funktioniert wunderbar. So, und dann müssen wir eben schauen, dass wir hier, ja, 2 weitere Traktoren mit Feldarbeit dann eben beschäftigen. So, da nehmen wir uns jetzt die Lücke.
Da müsste ich mir auch mal einen festen Stellplatz einrichten, was ich wohin stelle. So. Vier Fahrzeuge, wo der Motor läuft, aber nur eins bewegt sich. Das ist natürlich alles andere als ökologisch. Aber jetzt sind es gleich nur noch drei Fahrzeuge. Juhu! So, da sind wir angekommen. Motor aus, Handbremse rein, fertig. So, dann kommen wir zu dir. Bei dir klicken wir jetzt weiterfahren. Dann kannst du hier nämlich noch schön hingehen und das Ganze ausleeren. Kann man also schnell machen über STRG links und der Numpad 8. Das ist dann der Befehl weiterfahren. So, und dann kann der das hier nämlich noch schön austeilen, weil der das ja recht gleichmäßig macht. So, wunderbar. Und stoppen, halt, Ende. Dann fahren wir den hier hin. So, den müssen wir natürlich dann irgendwann noch waschen, aber nicht jetzt. Dann machen wir den Motor hier aus, dann geht's hier hin. So, da fahren wir jetzt gerade mal manuell hier vor. Ausleeren, dann geht's hier noch hin. So, hier können wir den Kurs rauslöschen, brauchen wir nicht mehr. So, und dann würde ich aber sagen, den Häcksler, der ist ja jetzt doch wirklich gut dreckig geworden, den machen wir eben schnell sauber. Und dann, was haben wir denn dann noch? Ja, dann haben wir noch Stroh sammeln, düngen, ein Feld müssen wir noch grubbern. Und dann kann das große Einsäen losgehen. Das heißt, wie macht man das am besten? Gut, dann düngen werden wir, glaube ich, mit unserem kleinen Traktor eben schnell selbst. So, da wird er sauber, okay. Dann düngen wir eben schnell die Felder ab. Dann haben wir alles fertig gedüngt. Stroh sammeln tun wir dann halt nach dem Düngen. Ist zwar eigentlich nicht richtig, aber wir müssen ja jetzt schauen, dass wir hier möglichst flott wieder vorankommen. Dann können wir nämlich, nachdem wir gedüngt haben, die beiden Deutz mit den beiden Sämaschinen losschicken. Ja, da ist natürlich die eine Sämaschine jetzt noch saumäßig klein. Mit ihren 3 Meter. Da könnten wir uns also gegebenenfalls sogar überlegen, ob wir da nicht die 9 Meter uns dann auch ausleihen. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt erstmal noch hier. Vorwärts. Das Umhängen. So, egal wie wir es machen, ob die 9 Meter oder die 3 Meter. Obwohl, wenn wir die 3 Meter nehmen, naja, dann können wir auch den kleinen Traktor nehmen. Dann bräuchten wir vielleicht gar nicht mehr ein Fahrzeug zu mieten oder doch fürs Grubbern eigentlich. Da könnte unser Deutz ein bisschen schwach auf der Brust sein. So, das hängen wir hier schon mal dran und schalten das Fahrzeug aus, Licht aus. So, dann haben wir den hier noch. Da fahren wir jetzt auch eben schnell den Anhänger nur in den Unterstand. Waschen können wir später.
Den großen Anhänger werden wir ja auch auf jeden Fall auch noch brauchen, dann um die Kompostanlage leer zu schaufeln. So, ich fahre eben noch schnell tanken. Und dann geht das mit dem Düngen los. So. Einmal schnell tanken. Da tanke ich auch einen Schluck Wasser. Und weiter geht's. Düngerstreuer. Schauen wir mal, wie viel da noch drin ist. So. Zack. Und naja, 39 ist jetzt nicht so sonderlich viel. Also füllen wir den auf. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt bei der 29 an. F1. Da sind wir schon zu weit gefahren. Kalk, ja. Kalk nehmen wir. Gut. Und vorwärts. Und 25,6 Meter, das ist also sogar noch vom letzten Mal Düngen im Fahrzeug, im GPS noch drin gewesen. Das können wir so auch lassen. Jetzt, ich könnte natürlich jetzt auch Cosplay düngen lassen, um in der Zeit Stroh zu sammeln. Andererseits ist ja Düngen recht schnell fertig durch die Arbeitsbreite. Nee, ich denke, wir machen es selber. Dann stellen wir uns hier schon mal die Kamera ein gutes Stück zurück. Da das beim Fahren natürlich blöd ist, gehen wir dann nach innen. Denn die letzte Einstellung wird ja gespeichert. So, da sehen wir, da haben wir auch noch den Cosplay-Kurs drin. Den nehmen wir raus. So, und jetzt können wir hier in die Einstellung gehen. So wollen wir das Ganze. Und stellen hier was höher. So, losfahren. Und kalken. Dann läuft das doch hier auch ganz schnell voran. Dank GPS haben wir hier schöne gerade Bahnen. Jo, und was könnte ich denn jetzt noch erzählen? Hätte ich mir vielleicht mal ein Thema vorbereiten sollen für so langweilige Düngefahrten. Aber jetzt ist zu spät, jetzt habe ich keins. Ja, vielleicht mal generell so ein bisschen Werbung für ein anderes Let's Play machen, was ich hier auf meinem Kanal habe. The Hunter, ein Jagdsimulator. Schaut doch auch da mal rein. Ich finde das Spiel also wirklich mega interessant und spiele es unheimlich gerne. Ja, wechselt sich mit LS immer so ein bisschen ab. Mal spiele ich das ein bisschen mehr, mal das ein bisschen mehr. Aber also es ist The Hunter. Habe ich auch gut und gerne 3 bis 4 Mal die Woche, wo ich das spiele. Und dann natürlich auch gleich mehrere Stunden am Stück auf die Jagd gehe. Also zumindest meistens ist es mehr als eine. Dann durchaus auch mal, dass es auch mal 3-4 Stunden am Stück sein kann, wenn die Jagd interessant ist. Gerade auch natürlich im Multiplayer kann das durchaus sein, wenn man da einen Gesprächspartner hat, mit dem es dann eben auch Spaß macht, ein bisschen zu quasseln. Oder man ein bisschen Wettbewerb macht, dass man sagt, okay, man startet an verschiedenen Stellen auf der Map und schaut eben, wer kriegt die schöneren Tiere geschossen. Da gibt es dann auch dementsprechend ein Wertungssystem und so weiter und so fort.
Im Let's Play bin ich überwiegend alleine unterwegs, aber trotzdem interessant. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut doch da mal rein. Da kommt immer dienstags, donnerstags und samstags eine Stunde nach dem Landwirtschaftssimulator eine The Hunter-Folge. Ja, gut, mit der Werbung kann man jetzt die Folge auch voll. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.